Willkommen zurück. In der heutigen Vorlesung geht es um Algorithmen für schnellste Wege und um eine Anwendung, nämlich wie funktionieren Navigationssysteme. Es geht also um die Frage, wie kommt man am schnellsten von einem Ort A nach einem Ort B. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut. Wir reden zunächst über Landkarten und eine Abstraktion davon, Graphen. Dann gehen wir ein auf Algorithmen für schnellste Wege. Wir machen einen ersten Versuch, der zwar schon schnellste Wege berechnet, aber sehr lange braucht unter Umständen. Wir lernen dann Dijkstras Algorithmus kennen. Das ist der Stand der Kunst, wie man schnellste Wege berechnet. Und dann im zweiten, im letzten Teil der Vorlesung reden wir darüber, was man davon in Navigationssystemen benutzt und wie man ausnutzen kann, dass Straßengraphen besondere Eigenschaften haben. Wir fangen also an mit Karten und Graphen. Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus der Landkarte der Universität des Saarlandes. Sie sehen den Hauptplatz, das Grüne hier. Hier sitzt etwa der Präsident. Hier unten ist die Informatik. Auf dieser Landkarte ist sehr viel Information, die man zum Navigieren nicht braucht. Zum Navigieren muss man nur das Folgende wissen. Wo Straßen aufeinandertreffen, etwa hier und hier treffen Straßen aufeinander, also wo man abbiegen kann, wo man die Wahl hat zwischen Straßen. Und dann, wie die Straßen diese verschiedenen Möglichkeiten, die Kreuzungen verbinden. Ja? Also hier und so weiter. Das wäre das Wichtige. Und was auch noch wichtig ist, wie lang man fährt über eine gewisse Straße oder wie lang sie ist. Ich habe das jetzt im nächsten Bild nochmal schön rausgezeichnet. Also auf jede Kreuzung, auf jede Verzweigung haben wir einen Punkt gesetzt und die Straßen zwischen den Punkten haben wir abstrahiert, indem wir einfach einen Strich gemacht haben, der diese Punkte verbindet. Und wenn wir jetzt nur noch diese Punkte und die Striche übrig lassen, dann bekommen wir das, was wir auf der nächsten Seite haben. Graphen bestehen aus Knoten, das sind die schwarzen Punkte, das sind Knoten. Und ich werde typisch benutzen für Knoten kleine U's, kleine V's, X, Y, Z. Die Striche, die Knoten verbinden, die heißen Kanten. Eine Kante ist also ein Paar von Knoten. Kanten können entweder gerichtet sein, dann sind es Einbahnstraßen und man kann sie nur in eine Richtung verfahren. Oder Kanten sind ungerichtet. Das machen wir kenntlich, indem wir gar keinen Pfeil dran machen oder manchmal auch Pfeile in beide Richtungen. Ja? Also, das hier wäre eine Einbahnstraße. Oder gerichtete Kante. Und dann gibt es die ungerichteten Kanten. Also das hier wäre eine ungerichtete Kante. Die kann man in beide Richtungen befahren. Und dann schreiben wir uns auch noch auf für jede Kante, wie lange es dauert, über diese Kante zu fahren. Ja, also etwa über diese Kante zu fahren, dauert es 3 Sekunden. Oder über diese Kante zu fahren, dauert es 4 Sekunden. Gut, das wäre also jetzt ein Graph. Graphen bestehen aus Knoten und Kanten. Kanten verbinden 2 Knoten. Kanten können entweder gerichtet sein, dann kann man sie nur in einer Richtung durchlaufen, nämlich vom Start der Kante zum Ende der Kante. Oder Kanten sind ungerichtet, dann kann man sie in beide Richtungen durchlaufen und jede Kante hat eine Fahrzeit. Wir haben das für den Campus der Universität des Saarlandes gemacht, wenn man das für ganz Europa macht, bekommt man einen sehr, sehr großen Graphen. Der hat nämlich 24 Millionen Knoten und 58 Millionen Kanten. Ja, das ist riesig groß, 24 Millionen Knoten, 58 Millionen Kanten. Trotzdem werden wir sehen, dass man schnellste Wege in wenigen Sekunden berechnen kann. Oder, wenn man Teile der Wege vorberechnet, sogar in Millisekunden nachschlagen kann. Ja, also in Sekunden berechnen oder in Millisekunden nachschlagen nach einer Vorberechnung. Algorithmen arbeiten auf dem Graphen
und zeigen das Ergebnis auf der Karte an. Ja, dann ist es für den Menschen anschaulicher, wenn das Ergebnis auf der Karte sieht. Woher kommen die Fahrzeiten über die Kanten? Entweder, so wird das normalerweise sehr oft gemacht, man kennt die Länge der Kante und dividiert das durch eine angenommene Geschwindigkeit, die ist auf dieser Kante. Also man könnte etwa annehmen, auf deutschen Autobahnen fährt man immer 120 Kilometer pro Stunde, auf Landstraßen fährt man 80 Kilometer pro Stunde und auf sagen wir, Stadtstraßen, großen Stadtstraßen fährt man 50, kleine Stadtstraßen fährt man 30. Oder, das ist raffinierter, man weiß es tatsächlich durch Beobachtung. Und dann kann man einfließen lassen, etwa, dass der Verkehr zu verschiedenen Tageszeiten verschieden schnell fließt und deswegen die Fahrzeiten von der Tageszeit abhängen. Fassen wir zusammen. Wir abstrahieren Landkarten zu Graphen. Die Algorithmen für kürzeste Wege arbeiten auf diesen Graphen. Und das werden wir dann in der nächsten Einheit sehen, wie das geht.